mal zu den Parteispitzen noch, ne? Annalena Baerbock und Robert Habeck. Wie ist euer Verhältnis? Also mal einfach so aus dem Nähkästchen mal. Ihr macht ja immer das Zentrad-WG. Ist das Wahnsinn. Berlin. Ihr macht ja auch regelmäßig jetzt Videokonferenzen öffentlich, ne? Mhm. Und auch, glaube ich, mit Annalena hast du auch schon, ne? Wie ist euer Verhältnis, sag ich mal, wie kennt man sich? Das ist ja mal so für uns, wenn man so ein bisschen in die Kulissen blicken darf. Ja, wie ist denn so das Verhältnis? Also, wie sind die denn so? Also natürlich kennen wir uns, die sind beide wirklich super toll. Da Annalena jetzt aus Brandenburg ist, habe ich natürlich mit ihr sehr viel mehr zu tun als jetzt mit Robert. Aber auch mit Robert kennt man sich und ich schätze beide sehr. Also ich finde, beide sind unglaublich tolle Menschen und aber auch tolle Politikerinnen und Politiker. Die sich auch, glaube ich, in der Doppelspitze als Team gut ergänzen und sehr, sehr unterschiedliche auch Fähigkeiten mitbringen und jetzt zum Beispiel auch ihre Büros sofort zusammengelegt haben. Das war immer bisher bei der Doppelspitze, die ihre eigenen Büros hatten und Annalena und Robert haben sofort gesagt, alles Quatsch, wir sind hier in der Doppelspitze, packen wir unsere Büros zusammen, die sollen gut zusammenarbeiten. Und das zeigt schon, glaube ich, auch so ein bisschen auch den kulturellen Wandel, der da stattgefunden hat. Und wir stehen, also gerade mit Annalena stehe ich extrem viel im Austausch, wir telefonieren immer wieder. Wenn es bei uns irgendwas gibt, wenn es im Bund irgendwas gibt, sind wir sofort auf dem kurzen Draht mit irgendwie mal schnell eine SMS über irgendwie hier kurze Info aus Brandenburg, kurze Info aus dem Bund. Jetzt, letzte Woche war sie zum Beispiel, sie hat ja ein Bürgerinnenbüro bei uns in der Geschäftsstelle auch. Da war sie auch kurz nochmal da, was selten ist, aber manchmal schon, wo man sich dann auch nochmal kurz ausgetauscht hat. Wie gehen wir gerade um mit dann Röder Forst in Hessen und solche Sachen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Austausch und ich schätze beide sehr. Gibt es denn eine WhatsApp-Gruppe? Ganz doofe Frage, aber das ist doch, ich stelle mir so vor, dass es so vielleicht auch WhatsApp-Gruppen gibt, wo man dann halt auch wirklich auf einem ganz kurzen Weg so, Annalena, ja, ist das also, irgendwie? Also ja? Mit Annalena und Robert bin ich jetzt in keiner WhatsApp-Gruppe. Wir waren zwischenzeitlich mal bei den Sondierungen, wo sie auch mit drin war. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, gerade aktuell keine Gruppe. Aber wir schreiben bilateral viele SMS. Doch Parteirat ist sie. Ach, weiß ich nicht. Also es gibt bestimmt auch WhatsApp-Gruppen, wo wir zusammen sind. Aber ist das schön. Nur, dass wir für uns so, ne, genau. Das ist auch alles, sind ja auch alles nur Menschen. Genau. Ja. Aber wir haben tatsächlich auch Gruppen mit zum Beispiel allen Landesvorsitzenden von allen Bundesländern, wo wir drin sind, wo wir uns dann auch austauschen. Also ich habe das Gefühl, dieser Austausch ist extrem gut. Und auch bei uns zum Beispiel mit Ska Keller, die ja auch aus Brandenburg kommt, die bündnisgrüne Europaabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament. Auch mit der ist der Austausch extrem gut, obwohl sie in Brüssel sitzt, sind wir da sehr, sehr gut im Kontakt. Sehr cool. Also wirklich ganz, ganz wie man sich das vorstellt, hier SMS, WhatsApp ist bei uns nicht so, Signal-Nachrichten oder Telegram. Sehr schön. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?